Seht ihr den Gusor? Der bin ich. Ja, ich heiße in Wirklichkeit Martin Heinrich. Es kam da noch mal so irgendwann die Nachricht: Hey Martin Heinrich, man hat deinen Namen gesehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist okay. An, wie gesagt, alle die, die bei Facebook so ein bisschen unterwegs sind, die sehen auch, dass ich Martin Heinrich heiße. Das ist in Ordnung. Das passt schon. Das dürft ihr gerne wissen. Also so krass viel Anti-Hype mache ich dann doch nicht um meine Person, dass ich sage, nein, das dürft ihr nicht wissen. Ach. So, 1-2. 1-2. Und dann clearen. Hier draußen ein bisschen. Ah, da ist die Luftabwehr. Mal gucken. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich habe ja sogar noch den King zur zusätzlichen Unterstützung. Aber das dürft ihr nicht falsch verstehen. Weil wenn ihr den King auch noch habt, ist das nicht immer ein Vorteil. Weil wenn die Heiler sich dann zwischen King und Queen nicht entscheiden können, ist das eher suboptimal. Oder auch medium geil. So, gucken wir mal. Vier Heiler sollte passen. Na komm. Zack, genau, jetzt hast du dich vom King erholt, dass der dich schlägt. Und jetzt teilst du mal bitte wieder aus mit deinem Bogen. Ja, sehr geil, genau. Machst erstmal Air Defense weg. Genau. Warum? Das ist jetzt nicht fair. Hör jetzt. Oh nein, ey, jetzt komm, bitte. Ganz ehrlich, also ich finde, das ist schon ordentlich geklärt gewesen. Nee, komm, Leute, hier, dann. Dann gehe ich mit dem King da lang und gucke, was da geht. Weil das ist ja nun daneben. Echt? Also damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass die jetzt. Du bist böse. Verwende ich hier auch einen Heiler. Aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Naja, klar, dann rennt die natürlich jetzt außen rum. Mach mal. So, meine Clan-Truppen hau ich. Natürlich, ich habe erstmal schön auf den Rage-Button gedrückt. Tut mir leid, ich wollte eigentlich die Clan-Truppen rausholen. Seht ihr halt, also wirklich, es muss richtig ordentlich vorher geklärt werden. Sonst geht das nicht, sonst gehen beide Helden rum. Ich hau hier jetzt ein Spell rein, ist mir egal, weil ich will unbedingt, dass ich das Dunkle kriege. Ja, das ist dann ja auch egal. Hier, genau. Das Dunkle muss. Komm, kommt ihr Magier? Kommt. Ist mir scheißegal. Genau, das Dunkle. Aber wie gesagt, da seht ihr halt wirklich, das ist eine totale Pillepalle-Base. Also, das war jetzt eigentlich nicht schwer. Da hätte man auch mit ein paar Riesen und sowas das ranholen können. Aber wie gesagt, es muss halt gelernt werden. Und wenn ich dann da irgendwann so der Hyper-Pro bin, dann haltet euch fest, dann. Gibt's richtig auf dem Sack. Freue ich mich schon drauf. Wird noch eine Weile dauern und wird einiges an Gems kosten. Aber es wird kommen. So, Clan-Truppen. Also Clan-Truppen sind in dem Fall auch nicht zu vernachlässigen, weil die haben mir jetzt hier gerade den Lock nicht versaut. Gucken wir mal rein. Da war er richtig fail. Aber ansonsten wirklich. Da hatte ich angefangen. Nee, Quatsch, Blödsinn, da. Da hatte ich noch normal, ja, genau. Nee, also so ein Lock ist schon was Nettes auf jeden Fall. Das ist ganz nett. So, jetzt gucke ich noch mal kurz. Ich notiere mir das beim nächsten Mal, wo und wann ich gestartet habe. Ganz nebenbei sieht man natürlich, dass das Gold auch nach und nach hochgeht. Alex bleibt ungefähr gleich, klar, weil ich natürlich doch einiges an Heiler ausbilden muss, logisch. Aber ansonsten 11 Heiler passt. Hauen wir rein. Naja, hier könnten wir jetzt einfach kurz Townhall snacken. Ja, genau. Kurz.
Ich hätte jetzt auch einfach einen Heal droppen können, eigentlich. Aber da war ich nicht so clever. Anstatt sie erstmal die Tesla nimmt, aber gut. Wenigstens ist die mir nicht weg. Weil die Heiler-Gem geht schneller, beziehungsweise kostet auf jeden Fall weniger als eine kaputte Queen. Das ist definitiv das meistgekostete, also das Rathaus, was mich mittlerweile fast am meisten gekostet hat hier. Egal. Egal. Wir sind hier ja bei Wünsch dir was. Egal, kommen die Gems uns auch. Also wie gesagt, nochmal bitte als Erklärung oder als Ermunterung, wie gesagt, wer sich noch über App Bounty anmelden möchte, der kann damit mein exzessives Gem ausgeben definitiv auch ein bisschen unterstützen. Und das kostenfrei, logischerweise. Da, nee, aber das ist echt eine geile Nummer. Also damit kann man sich dann schon den ein oder anderen Gem-Traum mal gönnen. Also jetzt gucken wir mal. 10 Heiler, ja, sollte passen. Ein paar Minions haben wir. Aber das reicht mir noch nicht. Ich will eigentlich ein paar mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Zack, dann hauen wir die hier noch rein. Und dann legen wir weiter los hier. Wir wollen ja noch einen richtig schönen Lock haben. 2,4. Hier musste sich echt eigentlich nicht durchbeißen. Aber da ist die Air Defense. Ich cleare das hier draußen. Aber wie lange die brauchen werden, bis das Rathaus down ist? Die Frage stelle ich mir jetzt lieber nicht. Oh doch, ging ja ganz fix. So. Weg. So, und jetzt hoffe ich. Ich hoffe es einfach. Wie gesagt, wenn es halt schief läuft, dann läuft es halt richtig schief. Aber ich denke mal, jetzt, sie müsste ja, also eigentlich müsste sie reinlaufen, weil es ist ja für sie viel einfacher, die Gebäude da zu killen, als außen rum zu laufen. Oder nicht? Doch, geh bitte rein, genau. Ja, genau. Schön. Ich habe nicht mehr so viele Heiler. Bitte mach jetzt die Luftabwehr kaputt. Geht doch. So, draußen hast du jetzt nichts mehr. Nein, ja, genau. Der Luftfeger ist dir total egal. Der ist gar nicht schön. Der ist total uninteressant für dich. Jetzt kommt die CB. Ah, Moment. CB kriegen wir aber ganz. Also wirklich CB? Ja, genau. Nimm den Heal. Richtig. Ja, danke schön. Herzlichen Dank. Naja, das ist natürlich echt Kacke. Ich bin der Meinung, ihr könnt es euch in der Dings nochmal angucken, aber ich bin der Meinung, ich habe natürlich auf den Giftzauber gedrückt. Das kotzt an, zumal ich das geholt hätte. Das ist echt ärgerlich. Das ist richtig scheiße. Oh. Ja, nutzt nichts. Ist ja nun mal so. Leben muss weitergehen. Ich weiß, ich verballer hier jetzt Gems ohne Ende. Ja, das sollte reichen. Oh, das ist aber echt, das ist echt ärgerlich. Ich meine, das, weil die hätten schön das Gift hier, wie auch immer da. Mann. Aber wie gesagt, sowas sollt ihr halt auch sehen. Ihr sollt halt sehen, ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern geht halt eben auch mal was schief. So. Und wie man halt eben so. 3K. Aber selbst wenn ich hier jetzt außen rumlaufe, würde sich das lohnen. Ich mach das einfach mal. Ich mach das hier mal leer. So ein bisschen. Ich probiere mal, ob die hier rein wollen. Ja, Air Defense Bomben hier. So, ich hau das Zeug noch weg. Ja, genau. Wer hat mir denn da clevererweise einen Kobi gespendet? Einen. Gleich direkt auf den Sack geben.
So, jetzt muss da hier so eine Bauhütte. Das ist alles ganz easy picking. Genau. Schnapp dir das. Ja, du holst dir das. Genau, die ersten. Oh ja, oh, Scheiße, ist der voll gewesen. Alter. Ich nehme hier lieber noch einen. So. Ja, sie hat sich gegen den King durchgesetzt. Expos auch. Ich meine, die splashen schon wirklich richtig fett rein. Ganz klar. Aber da kommen die nicht hin. Und wie gesagt, vielleicht sehen wir es hier wieder, dass die wieder leer gehen. Weil so megamäßig viel schaffen sie dann doch nicht. Wenn man hier so Gift dahin. Richtig. Dann geht ihr alle tot. Macht sich in der Kombi natürlich mega geil. Also da seht ihr natürlich gleich wieder, holy shit, die neuen Zauber bring's halt wirklich. Cooles Ding auf jeden Fall. Weil sonst wurde man da ja eher ein bisschen betrogen, wenn man wirklich der Blitzer war. Und ich war ja wirklich der Blitzer auf jeden Fall. Aber. Also ich würde sagen, hier, die gehen hier gleich down. Die sind gleich leer. Kann ich mir gut vorstellen. Das wird nichts sonst. Da muss ich definitiv ragen. Das ist zu krass. Ich hau die noch. Egal. Ich hau die alle rein. Und ich hau auch noch einen Heal rauf. Alter, ich noch einen Heal. Egal. Vollkommen egal, weil die Queen soll mir nicht down gehen. So, und jetzt dreh dich bitte um und mach was Sinnvolles. Aber das machst du natürlich nicht. Es wäre schön, wenn du dich jetzt umdrehst. Schade. Ich meine, wir haben 1K, aber das war nur der eine Bohrer. Das ist Pillepalle. Ich glaube, man muss wirklich mehr ins Suchen investieren. Man muss wirklich mehr ins Suchen investieren und den perfekten Gegner finden. Und wenn man den dann hat, dann kann man dem auch schön sein Zeug wegnehmen. War okay. Aber wie gesagt, mit Bartsch hätten wir mehr rausgeholt, ganz klar. So, gucken wir mal. 4. Na, die Queen ist nicht down, somit ist das nicht so schlimm. Wie viel Heiler habe ich? Ja, okay, das ist noch gar nichts. 4, damit brauche ich noch nicht in den Krieg ziehen. Jetzt hier, in Anführungsstrichen, jetzt guckt man auf den Boost und denkt sich, aber eigentlich, ich meine, was ich jetzt in der letzten Zeit für Gems rausgeknastert habe, da, ja. Muss man auch gucken, halt, klar. Aber, Spielspaß natürlich mega. Wenn dieser eine Zauber nicht daneben gegangen wäre, dann wäre es noch geiler gewesen. Hätte ich mich noch ein bisschen mehr gefreut, muss ich ja echt mal sagen. Das war schon leicht Fail. Ein paar Minions nehme ich noch mit. Zack. Oh, eine Armada an Minions. 9 Heiler passt. Nächster. Gucken wir. Ja, nichts. 700 reicht mir auch nicht, obwohl da richtig viel Alex zu holen war. Nee. Ja, der hat erst gar nichts, okay. Auch nicht. Das ist auch, eh die da rumrennt, da. 100 noch was. Ein schönes Ding. Aber wie gesagt, also ihr werdet das merken. Hier ist zum Beispiel so eine Gegner, wo ihr schön sagt, oh, ich könnte schön bartschen. Die dann nicht mitnehmen zu können, das ist auch irgendwo ein Schlag ins Gesicht. 1,6. Komme ich aber nicht ran. Also ich denke, eventuell wäre es gar nicht so unclever, die Strategie nicht mit Minions zu machen, sondern eventuell Riesen und Mauerbrecher. Ich denke, damit kommt man weiter. Weil man wirklich ablenken kann,
Mauer zerstören. Und wenn sie dann schon mal eine kaputte Mauer hat, dann muss sie da ja schon nicht mehr gegenrennen. Also ich glaube, das würde ich mit Riesen und Mauerbrechern auch nochmal probieren. Zumal ich dann nicht mal dunkles Elixier verballern würde. Wie jetzt für die Minions. 1-4. Aber durch zwei Mauern oder hier rein. Eins, vier. 43 Minions, das ist auch ein bisschen sehr Overkill-mäßig, oder? Ich cleare das jetzt richtig. So. Dass die wirklich definitiv nicht irgendwo anders hinrennt. Drei Heiler sollten am Anfang erstmal aus. Ah, nee. Probieren wir es mit fünf. mir geht hier gerade ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Falls die eventuell sagen sollte, ich nehme mir jetzt dieses Zoll. Okay. Aber trotzdem. Mach das Ding doch weg hier! Los! Wegen der einen Baracke kommen die dann nämlich da, rennt die dann außen rum und kriegt da einen Schreikrampf. So, bitte kläre das jetzt hier intern. Geh bitte rein. Gucken wir mal, was wir in der CB haben. Die rennt auch dahin. Oh, krass! Ey, was ist denn das? Echt? Ich meine, ganz ehrlich, jetzt mal ohne Witz. Ich meine, hier hatte ich geklärt den Bereich bis hierhin. Das ist schon so wenig nicht. Wirklich nicht. Aber man hat es ja an der CB gesehen. Ich meine, die ist von hier auch nach da gerannt. Ja, ich muss mehr klären. Mehr. Ja, renn, komm, renn. Da hätte ich jetzt echt gerne einen Forward-Button, ey, echt. Zack, kommt, Leute, weiter. Oh, wir haben 50%. Ach komm, nee, ich meine, das bringt's auch nicht. Da ist dann Blödsinn. Ah, oh, ey, wirklich. 1,4. Ich nehme mal die Minions raus. Ich nehme mal die Minions raus und probiere das wirklich mit Riesen und Mauerbrechern. Der kann weitermachen, der kann weitermachen und dann einen Riesen und Mauerbrecher. Riesen und Mauerbrecher. Jetzt gehe ich sogar vom Alex runter. Klar, ich meine, das hat sich jetzt alles nicht gelohnt. Da gab es nicht wirklich was Loot. Ja, hier kommt, dann nimm die Luckys hier. Ärgerlich, echt. Weil, guck mal, jetzt, wenn man jetzt mal in den Log guckt. Der sieht jetzt schon wieder ganz anders aus. Ich meine, hier sehr geil. So, jetzt haben wir hier eine andere Aufstellung. Hier, ich gucke nochmal rein. Riesenmauerbrecher, ein paar, nicht viele, aber immerhin, dass die vielleicht ein bisschen besser reingehen. 900. 900. Relativ viel. Ah, aber Mist. Nee, das kann man so aber auch nicht machen. Nee, man muss, fällt mir gerade auf, man muss aber noch irgendwas haben, was auch nochmal zusätzlich Schaden verursacht. Das ist ja bei den Riesen nicht der Fall. Die verursachen ja. Ah, bis dahin komme ich nicht durch. Bis dahin komme ich auf keinen Fall durch. Also ich brauche was, was Schaden macht. Die Mauerbrecher dann auch noch. Hier, das. Das wäre cool. Hier, Darn-Minion. Ja, da ist dann Bogiturmzeit, klar. Ich spamme hier jetzt mal. Wir haben ja keine Zeit. Das ist ja das Problem. Klar. Aber guckt mal hier. Zack.
Kaputt, okay. Dann noch ein Riese reingedroppt, der definitiv in die Richtung geht. CB, wer weiß, was da drin. Oh, nochmal Riesen. Oh, nicht schlecht. So, und jetzt gucken wir mal. Aber also bringt auch nichts. Ich mach's trotzdem. Aber die rennt definitiv außen rum. Die hat ja keinen Anreiz dazu. Also, man muss definitiv draußen erst alles clearen. Klar, ist ja viel einfacher für sie jetzt draußen rumzurennen und sich da die Gebäude wegzusnacken. Oder King, hilf mir, dass die Queen weiter reinrennt. Das wäre natürlich mega geil. Aber glaube ich halt nicht. Ah, schade. Ich hätte mich noch gedacht, oh, holst du sich jetzt den Magierturm? Doch. Den holst du sich doch. Den kannst. Das konntest du nicht auf sich sitzen lassen. Alter, was zieht denn hier so rein? Ich hau hier mal einen Heal rein, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ja, cool. Sehr cool. Lässig. Lässig, wie sie das macht. Es gefällt mir fast ein bisschen. Ja. Cooles Ding. Und dann sogar noch die Möglichkeit, vielleicht noch hier das Alex. Ich lasse mal die Heals gleich offen, in Anführungsstrichen, dass ich gleich einen Heal anwählen könnte. Ah, ich habe auch die ganzen Heiler verballert, wa? Also muss man ja jetzt auch mal sagen. Ich glaube, die macht dann die Mauer klar. Ich glaube, die macht die Mauer klar. Yeah, schade, nicht die mittlere, weil dann hätte sie hier gleich richtig schön absplashen können. Ich bin ein bisschen gespannt. Ich brauche einen Rage. Ich bräuchte eigentlich einen Rage, dass man noch. Oder der Geschwindigkeits. Ah, da, Alter, wenn wir hier den Geschwindigkeitszauber noch hätten, der würde noch mal richtig reinballern. Ah, ich sehe gerade, da lauert noch die Queen. Ja, die hat nur so gelauert, die hat nur so getan, als würde sie lauern. Schade, Alex geht jetzt nicht down. Hätte ich mir gerne noch gewünscht. Jetzt holt sie sich noch das Dunkle. Ist ja nett. Oh, doch noch. Oh, ich wollte schon abbrechen. Und das ist einfach, ihr seht es an meiner Reaktion, das ist einfach das Spiel. Das ist einfach das Spiel, wo man sagt, das, ja, das ist dieses Feuer. So. Dann nehme ich jetzt Barbaren. Dann nehme ich Barbaren, mit denen müsste ich auch relativ gut clearen können. Und die Mauerbrecher. Ich denke, das ist eine gute Variation. Ich gucke nochmal rein. Naja. Aber wie gesagt, es ist ja die Übungsphase. Es ist. Nicht, wer weiß wie. Also muss man auch dran denken. Ach so, ja, ich habe gerade gesehen, Video ist schon wieder so mega lang. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht davon dann noch einen Step, glaube ich. Und dann bin ich mit dem Boost auch erstmal durch. 2 Stunden wieder gespielt, schlimm. Ich schäme mich. Und dann, ja, wie gesagt, ich hoffe, ich kann es noch ein bisschen verfeinern, dass es wirklich vielleicht mit Barbaren richtig gut geht und dann einem Mauerbrecher. Mal gucken, wie das läuft. Das seht ihr im nächsten Video. Ihr haut rein. Ciao, ciao.